Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Trendrainer Trendbox aus dem Monat März. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trendrainer Trendbox ist eine monatlich erscheinende Abo-Box, die ab 29,95 pro Box und pro Monat kostet. 8 bis 10 trendige Lifestyle-Accessoires aus den Bereichen Fashion, Food, Lifestyle, Beauty und Wellness enthalten. Und ich bekomme sie in einer Kooperation zugeschickt, habe dementsprechend einen Code, Claudi15, damit kannst du 15% auf deine erste Box sparen. Und ich verlose in diesem Video einfach ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ja, wir haben aufregende Produkte in dieser Box, die wirklich von einer Packung Mehl bis hin zu ganz verrückten Sachen gehen, die mit denen ich einfach niemals gerechnet hätte, dass sie in irgendwelchen Boxen mal drin sein werden. Ich finde es sehr, sehr praktisch, diese Box hier monatlich zu empfangen, dass man hier einfach auch mal so ein bisschen in dieses Nachhaltige reinschnuppern kann. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was wir diesen Monat hier drin finden werden, ne? Denn man wird einfach auf eine ganz andere Reise mitgenommen. Ich finde das immer ganz schön. Und sie ist immer sehr prall gefüllt, was man natürlich auch für den Preis erwarten möchte. Genau, ich habe das jetzt einfach mal so abgefriemelt. Und dann schauen wir mal, was der März uns bringt. Ja, hier haben wir erstmal ein bisschen Füllmaterial. Female Energy. Das ist das Motto der Box. Gut, Frauenpower ist natürlich in dem Monat, wo wir den Weltfrauentag haben, durchaus angebracht. Da haben wir einmal, wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Anna. Da habe ich ein Kärtchen bekommen von den Trend Raider Team. Dann hat die liebe Frances die Box gepackt. Die Kärtchen von 1 bis 10 kann man sammeln. Dann bekommt man eine Überraschungsbox zugeschickt. Hier habe ich dann einfach mal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier ist auch direkt das Motto Female Energy vorne drauf abgebildet. So wie die Natur im März zu neuem Leben erwacht, spüren wir jetzt unsere eigene Power, unsere weibliche Energie. Wir wachsen über uns selbst hinaus, stärken unser Selbstbewusstsein und unseren Körper. Dabei sind wir nicht allein, denn wir nutzen unsere Kraft, um uns gegenseitig zu unterstützen. Gemeinsam sind wir stark und können alles erreichen. Unsere Trendbox im März widmen wir ganz dem Thema Female Energy. Wir stellen dir inspirierende Frauen vor, geben dir Einblicke in das wichtige Thema Feminismus und zeigen dir, wie du deine weibliche Energie aktivierst. In deiner Märzbox entdeckst du stärkende und energetisierende Lieblingsprodukte aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle. Gönn dir selbst etwas und lebe deine Female Energy. Dann hat die liebe Frances vom Trend Raider Team, die wir eben auf dem Kärtchen auch schon gesehen haben, was abdrucken lassen. Female Energy ist für mich das Selbstbewusstsein einer Frau, die sich und ihren Körper liebt mit allen Stärken und Schwächen, ihre Kraft und Dynamiken daraus zieht und in positive Energie umwandelt. Female Energy ist für mich auch, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen und stärken, ohne Neid und Missgunst. Ich freue mich auf unsere Box, die uns mit ihren Produkten dahingehend begleitet. Ja, das stimmt, Leute. Wenn die Frauen sich immer nur gegenseitig in den Körper haben und sich gegenseitig bekriegen, dann können wir gar nicht stark sein, denn nur gemeinsam sind wir stark. Ganz genau so ist es tatsächlich. Und deswegen liebe ich zum Beispiel mega unsere Trashy-Gruppe, ne? Denn wir sind einfach großartig, kann man nicht anders sagen. Wir unterstützen uns gegenseitig, wo es nur geht. Hier sind auch super viele Informationen drin abgebildet. Drei inspirierende Frauen, Frida Kahlo, Rosa Parks und Greta Thunberg. Ja, klar, die kennt man auch, ne? Dann witzig, jedes Mal wird hier auch drin abgebildet, zum einen, was du mit dieser Box anstellen kannst, damit du da so ein Upcycling machen kannst. Hier haben wir jetzt eine Schmuckbox, die du daraus machen kannst. Und wir haben auch immer ein Rezept, was man sammeln kann. In dem Sinne ist es jetzt Hummus aus Erbsen. Und hier haben wir dann eine Sneak Peek für den April. Deine Trendbox im April. Vogelgezwitscher, blühende Blumen und immer stärker werdende Sonnenstrahlen. Der Frühling ist endlich da. Die dicken Pullis und Jacken können endlich im Schrank bleiben und wir fahren wieder gerne mit dem Rad zur Arbeit. Ja gut, von der unteren Etage in die obere Etage für mich läuft. Am Straßenrand in deinem Garten, überall findest du nun farbenfrohe Knospen und frische Blüten. Mit der Aprilbox widmen wir uns der Jahreszeit, die alles wieder belebt und lassen uns von ihrer erblühenden Magie verzaubern. Wir begrüßen den Frühling mit all dem, was er Blumiges mit sich bringt, mit offenen Armen. Die limitierte Box ist ab dem 1.4. in unserem Onlineshop erhältlich.
Dann kannst du hier auch nochmal den QR-Code abscannen oder dich beim Newsletter anmelden oder so. Sehr, sehr cool. Und jetzt möchte ich mal so langsam in die Box hineinschauen. Ich mache das jetzt dieses Mal so, dass ich mir das Heftchen auch direkt hier hinlege und dann einfach direkt auch sehe, ob wir da irgendwie eine Alternative zu dem Produkt drin hatten. Ich glaube, das kommt ganz gut, ne? Zuallererst habe ich hier eine Dekolleté-Tuchmaske. Bye, bye, Knitterfältchen. Richtig witzig. Frau Schmitz Beauty. Also ich feiere sowas, ne? Ich glaube, manche denken sich auch, was soll das? Aber ich finde es großartig. Das ist das Special Trend Goodie, was man bekommt, wenn man ein 12-Monats-Abo abgeschlossen hat. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Wirklich. Also ich verwende sowas auch, ne? Und ich feiere sowas auch. Yeah. Was ich halt auch mache, ist, wenn ich eine Gesichtstuchmaske habe, zum Beispiel von Dalton, die Hydro Boost Masken, ne? Da sind ja auch so Fliese drumherum, die klatsche ich mir auch ins Dekolleté, was soll's, ne? Und ja, hier hast du dann halt eine separate Maske nur für dein Dekolleté. Ich find's toll. Ich werde es auch verwenden und euch dann entsprechend im Aufgebraucht-Video auch von berichten. Als nächstes habe ich hier ein Produkt von Malik drin enthalten. Moonstonery, also quasi Mondstein. Das ist Schmuck. Schmuck haben wir hier auch manchmal drin, ne? Schön, ja. Okay. Trust yourself, you can do this. Mondstein, Intuition, Weiblichkeit, Selbstvertrauen. Das ist ein Armband. Und sowas mag ich auch gerne. Schön. Gerne leiden. Das hat nicht so gut gehalten. Sowas kann man auch schön weiter verschenken, ne? Also das ist halt eine richtig schöne Geschenkverpackung. Und in dem Sinne hast du jetzt ja durch die Trend Raider Trendbox, die du ja selber abonniert hast, dir selber ein Geschenk gemacht. Und in dem Sinne hast du dir das verdient. Dann kannst du das auch tragen, ne? Ist ganz schön. Ist ja echt schön. Mondstein müsste ich tatsächlich auch noch als Stein an und für sich da haben. Sehr, sehr schön aufgemacht hier von der Verpackung. Ja, 39 Euro ist auch eine ordentliche Wertigkeit, ne? Kann man nicht anders sagen. Echt cool. Echt cool. So, als nächstes gehe ich jetzt hier mal zu Madara. Madara ist eine Naturkosmetikmarke. Ganz am Anfang, als sie rausgekommen sind, habe ich auch eine Kooperation mit denen gehabt. Da habe ich auch die Foundation vorgestellt und den Concealer. Und da hatte ich auch dieses Glow Serum, was ich mir Fullface aufgegeben habe und aussah wie der Zinnmann. Ich habe mir letztens noch dieses Video angeschaut und mich kaputt gelacht. Kann ich euch sehr empfehlen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Marke. Und hier haben wir jetzt die Creamy Clay AHA Peel Mask mit AHA und Clay, also Lehm. Und das ist halt eine Maske, die jetzt nicht eine Peel-Off-Maske ist, sondern eine Peel-Maske, also eine reinigende Maske gegen, ja, halt entsprechend unreine Haut. Und die werde ich mir aufbewahren für den Sommer oder für nächstes Jahr oder dieses Jahr im Winter. Weil wenn man schwanger ist und in der Stillzeit sich befindet, soll man keine Fruchtsäuren oder Säuren generell halt verwenden. Ne? Das ist nicht so getestet. Dementsprechend sollte man es besser lassen. Und ja, ist eine Tube. Finde ich auch super. Sowas verwende ich dann gerne. Morgens habe ich ja immer so meine 7 Pöttchenmasken bei mir stehen und jeden Morgen verwende ich eine Maske. Während ich halt meine Zähne putze, wirkt das dann entsprechend ein. 7% AHA ist hier drin enthalten. Das ist nicht wenig. Und du lässt es auch wirklich nur 3 bis 10 Minuten drauf. Okay. Und ich mit meiner sensiblen Haut sollte wirklich ganz vorsichtig anfangen. Also vielleicht doch nicht während des Zähneputzens. Sonst habe ich die vielleicht zu lange drauf, aber ich freue mich schon wirklich drauf, wenn ich wieder diese ganzen Fruchtsäuren und Salicylsäure und so ein Kram verwenden kann. Fruchtsäure ist ja, oder AHA ist ja auch so ein bisschen Anti-Aging-mäßig, dann mit dem Lehm, dass du halt dann auch noch so dieses Reinigende mit dabei hast. Ich finde es toll. Mensch, und hat in der Trend Raider Trendbox, ne? So, dann gehen wir mal zum nächsten. Habe ich das? Da. Nee, da hast du auch keine Alternative. Bioko-Vit. Haut, Haare, Nägel, Veggie-Kapseln. 60 Kapseln sind hier drin enthalten. Nahrungsergänzungsmitteln in Beauty- und Lifestyle-Boxen bin ich jetzt nicht so Fan von, muss ich sagen, weil das halte ich immer für etwas schwierig. Man hätte hier alternativ auch noch drin haben können, Eisen und Zink. Belest euch da bitte, bevor ihr sowas halt euch gönnt, ne? So, dann habe ich hier was Großes drin, was halt auch wirklich die Box sehr schwer gemacht hat. Und zwar ist es von Natumi, rein pflanzlich Hafer, Natural, eine laktosefreie Hafermilch einfach. Jo. Sowas ist eine ganz schöne Sache. Ich mag persönlich Hafermilch nicht so gerne. Ich bin eher so der Mandelmilch-Fan. Aber ja, weil Hafermilch mir einfach zu getreidig tatsächlich auch schmeckt. Ich gebe mir sowas nämlich gerne in den Kaffee. Aber sowas kann ich mir auch sonst ins Müsli geben. Da ist ja eh Hafer drin, dann ist es ja eh Jacke wie Hose, ne? Ja.
eine Hafermilch, ein Liter. Kann man auf jeden Fall machen. Finde ich, ist auch hier ganz gut aufgehoben, dass man das einfach mal als Milchersatz, als Alternative einfach mal ausprobieren kann. Jetzt komme ich mal zu etwas, da gibt es auch eine Alternative, Moon Milk. Entweder gibt es hier diese Moon Milk, die ich hier habe mit dem Good Mood, oder Love. Und ich habe hier natürlicher Schlummertrunk mit Kurkuma und fruchtigem Lukuma. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass Kurkuma eher liebend ist, aber gut. Gewürzmischung mit Haferflocken, Erdmandel und Lukuma für die Zubereitung eines ayurvedischen Getränks. Wird weiter wandern, weil ich das einfach vom Geschmack her nicht ganz so gerne mag, bin ich ehrlich. Also da ist nicht so, da schlägt nicht so mein Herz nach. So, dann habe ich hier noch ein Beauty-Produkt drin enthalten, und zwar ein Cognac-Schwamm. Der kommt vom Cognac-Baum aus der Wurzel, reich an Feuchtigkeit. Sowas finde ich immer witzig, weil du wäschst den ja auch immer irgendwie zwischenzeitlich aus, ne? Also weiß ich nicht. Da soll Aloe Vera nämlich drin enthalten sein. Ja, Kroll and Dennecke ist da die Marke. Und das ist halt ein ganz natürliches Produkt, kannst du halt verwenden, um dein Gesicht halt zu reinigen. Ist ein veganes, reines Naturprodukt aus der Pflanzenfaser der Cognac-Wurzel, genau. Wenn du das halt quasi mit Wasser in Verbindung bringst, wird dieses super harte Moped schön weich und dann kannst du das super schön verwenden. Ich habe einfach gemerkt, dass durch die sensible Haut, die ich habe, ich solche Produkte nicht im Gesicht verwenden sollte, am Körper ja, aber nicht im Gesicht, ne? Und das heißt, das wird auch weiter wandern. Ja, wandert doch einiges weiter, muss ich sagen. Oh, schön. Hier habe ich nämlich etwas von Rabenhorst. Immunkraft mit Vitamin C und Zink. Gemüse plus, jo, ne, 125 Milliliter. Das ist so ein ein Gemüsedrink. Tomate, Möhre, Sauerkraut. Sauerkraut, ernsthaft. Pastinake, rote Beete, Zitrone. Vitamin C und Zink, der Wahnsinn. Okay. Sehr gesund, ne? Sowas ist dann, glaube ich, eine ganz gute Geschichte für morgens, ne? Dass ich mir sowas morgens einfach mal zum Frühstück gebe, während ich dann frühstücke quasi. Dann habe ich hier das nächste, das ist auch ein Food-Produkt. Biohacks Spirit Germany. Fruchtiger Kick mit 80 Milligramm Koffein pro Dose. Peach and Passion, Sponsor der MTV EMA Düsseldorf 2022. Gibt es noch MTV? Okay, cool. Hat man damals doch immer geguckt, oder? Mittlerweile macht man das halt leider nicht mehr. Ich habe damals echt den ganzen Nachmittag lang mir irgendwelche Musikvideos reingezogen. Oder war das Viva damals? Keine Ahnung. War auf jeden Fall cool. Ja, koffeinhaltiges, veganes Bio-Erfrischungsgetränk mit gemahlenem Grüntee, also Matcha, Guarana und Meerfruchtsaft. Erhöhter Koffeingehalt für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Ja, wie lange wirst du haltbar? 16.09.2024. Stelle ich mir einfach dann in die Vorratskammer, werde ich dann trinken, wenn ich abgestillt habe. Schön. Doch, also sowas trinke ich persönlich aber auch ganz gerne, um einfach mal so zwischendrin so einen kleinen Kick zu haben, dass man dann einfach so dieses wache Erlebnis bekommt. Finde ich eigentlich ganz schön. Dann habe ich hier noch so ein kleines Produkt drin. Cliff Bar Snack Bar Mini White Chocolate Macadamia Nut. Oh, das hört sich lecker an. 28 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist so ein kleiner Kick zwischendurch, sowas ist meistens dann so ein bisschen trockener, aber ich esse mir das ganz gerne auch wieder zwischendurch, ne, dass ich sowas bei mir einfach am Schreibtisch stehen habe oder hier oben stehen habe, dass wenn ich dann zwischendurch mal Hunger habe, dass ich mir sowas essen kann, das ist schön. Doch, das kann man auch auf jeden Fall mal ausprobieren, 109 Kilokalorien hat ein so ein Ding. Und dann habe ich hier noch, das hatte ich doch letztens auch irgendwo mit drin. In einem Adventskalender war das, genau. Smacky, dein Erbsen-Snack. Instant Erbsen aufreißen und sofort smacken. Erbsen zum Snacken ist auch spektakulär, oder? Wartet nicht alle gibt. Aber ich sag's euch, man muss ja immer mal mehr so nach links und rechts gucken und 100% vegane Snack-Alternative. Warum eigentlich nicht? Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Weinstephan Triesdorf. Innovatives Trocknungsverfahren mit 100% Solarenergie. Auch das ist cool, ne? Schön. So, ach guck mal, und von diesen Cliff-Geschichten haben wir auch noch zwei weitere. Das ist einmal Crunchy Peanut Butter hier mit drin enthalten noch und Chocolate Chip. Die werden alle 1A gegessen werden. Bei dem Rabenhorst hätte man alternativ auch noch drin haben können Basenbalance oder scharfes Gemüse. Und dann habe ich hier noch Flyer am Start. Flyer. Dann von der Moon Milk habe ich hier auch noch die Sweet Dreams Variante als
Ja, als Alternative beziehungsweise als Probe mit dabei. Das ist auch ganz interessant. Das heißt, dann hat vielleicht derjenige, der gut Mut hat, der Sweet Dreams hat, als Alternative gut Mut als Probe drin. Das wäre ja auf jeden Fall cool, ne? Dann haben wir hier noch Werbung am Start. Ja, und dann wäre es das gewesen mit der TrendRaider Trendbox aus dem Monat März. Ich persönlich muss sagen, dass ich es schade finde, dass ich doch relativ viel weiter wandern lasse. Die Food-Produkte finde ich gut, die finde ich ganz lecker. Bis auf die Moonmilk-Geschichte, da ist aber einfach die Kurkuma-Geschichte, da kann aber einfach die Trendbox nichts für. Ja, Nahrungsergänzungsmittel, wie gesagt, immer eine schwierige Kiste. Madara finde ich klasse, freue ich mich drauf. Malik finde ich auch total schön. Und ja, aber ansonsten war das jetzt leider nicht so meine Box, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was dann im April drin ist. Ansonsten wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!